After Effects ist ein sehr mächtiges Werkzeug. Aber ohne dass du weißt, wie man einen Bluescreen Key macht, sieht die ganze Sache hier nur so aus. So, hallo und herzlich willkommen also zu dieser Guru-Lektion. Und heute zeige ich euch, wie ihr einen Bluescreen-Key macht und auch, wie ihr mit verschachtelten Kompositionen arbeitet. Das sind also alles für viele Effekte ziemlich essentielle Techniken. Und wir starten hier mit dem Videoclip, den ich gedreht habe, wo ich mich hier vor dem Bluescreen gefilmt habe. Und wir ziehen den auf dieses Symbol hier, um eine neue Komposition zu erhalten. Mit dem Mausrad scrolle ich jetzt hier mal raus, um den Clip zu sehen. Und hier, das ist also die Aufnahme. Und die erste Geschichte, die bei Bluescreen eigentlich wichtig zu sagen ist, ist, es wirkt vielleicht am Anfang so, dass ein Bluescreen ein Allheilmittel ist, mit dem man alles machen kann und alles wird ganz einfach. Die Geschichte ist eigentlich eher das Gegenteil. Wenn ihr mit Bluescreens arbeitet, probiert das nur da zu machen, wo es wirklich notwendig ist und dann auch den Screen so klein zu machen wie möglich. Das heißt, hier in dem Fall seht ihr, ich habe den Screen wirklich nur hinter mir aufgestellt und hier an diesem ganzen Boden habe ich überhaupt keinen Screen, weil diesen Boden können wir wunderbar für unseren Clip mitbenutzen. Ja, das ist also kein Grund, an dieser Stelle hier einen 5 Meter großen Bluescreen oder so aufzustellen. Große Bluescreens haben auch einen gewissen Nachteil, und zwar ist das der, wenn jetzt die Sonne auf so einen Schirm fällt, dann reflektiert er ja Licht und das heißt, alles drumherum bekommt einen sogenannten Spill, wird sozusagen etwas bläulich beleuchtet und das kriegt man teilweise sehr schwer wieder weg. Deswegen Bluescreens nur da, wo es wirklich notwendig ist, sonst hat man diese ganzen Spill-Probleme und auch ja, im Prinzip so klein wie nur nötig und dann gut ausgeleuchtet. Also es ist nicht umsonst, dass ich diesen Clip hier draußen auf der Terrasse gefilmt habe, bei schönem gleichmäßigem Licht. Weil es wirklich darauf ankommt, dass es ja eine möglichst einheitlich blaue Fläche ist. Das heißt, wenn ihr einfach ein Stück blauen Stoff nehmt und der ist vielleicht auch noch ganz wellig und wirft Schatten und ist dann sehr unterschiedlich blau, dann ist das deutlich komplizierter. Ihr habt sehr viel mehr Arbeit in der Postproduktion und werdet keinen Spaß mit dem Bluescreen haben. Also ordentlich ausleuchten, Bluescreen nicht unnötig groß machen, da ihr dann mehr Spill-Probleme bekommt. So, bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Bluescreen-Keyen anfangen, fange ich erstmal mit einer Maske an. Wie man mit Masken arbeitet, habe ich ja schon mal in einer vorherigen Guru-Lektion gezeigt, deswegen gehe ich da jetzt hier nicht so im Detail drauf ein, aber ich setze jetzt hier einfach eine Maske entlang dieser Bodenplatte. Ja, das ist also insgesamt eine ziemlich clevere Idee, dass ihr irgendwelche Teile eurer Szene, die ihr haben wollt, einfach schon mal mit benutzt. Ja, das heißt, in dem Fall hier benutze ich diesen Boden einfach für meine spätere Komposition. Das hier kann ich noch ein bisschen anpassen. Und da ich den sozusagen mit benutze und der sich ja nicht bewegt, hier sollte ich vielleicht noch einen Maskenpunkt hinzufügen. Zoom hier rein, mit der Alt-Taste gedrückt. So. Ja, also wenn ich mich selber komplett ausschneiden wollte und wenn ich mich bewege, dann ändert sich hier diese Kontur ja auch immer so ein ganz kleines bisschen. Dann wäre das relativ schwierig zu maskieren. Aber da ich diesen ganzen Boden hier einfach mit benutze und beibehalte in meiner fertigen Komposition, gibt das sozusagen kein Problem. Das kann ich mit einer einfachen Maske machen und brauche da also keinen Bluescreen. Die einzige Stelle, wo ich einen Bluescreen brauche, ist hier an dieser Kontur, die eben, wenn ich spreche, sich bewegt. Und dadurch wäre das mit Masken schwierig zu machen, mache ich dann stattdessen mit dem Bluescreen. Eine andere Sache ist Haare. Ja, wenn ich hier so solche Haare habe vor einem Bluescreen, ist das ziemlich schwierig, die freizustellen. Deswegen ist es auch immer clever, sich im Vorhinein Gedanken zu machen, wenn ich hier so eine klare Linie habe, ist das deutlich einfacher zu keyen. Ja? Also wenn eure Story das zulässt oder so, setzt euch vielleicht eine Mütze auf oder tut sonst irgendwas, um Haare möglichst zu vermeiden. Wenn ihr Haare keyen wollt, braucht ihr einen sehr guten, sehr gut ausgeleuchteten, gleichmäßigen Screen. Okay, so, jetzt haben wir ja nur sozusagen die Vorarbeit geleistet und jetzt muss dieses Blau hier noch entfernt werden.
Der Bluescreen Key Effekt, der bei After Effects dabei ist, nennt sich Keylight und funktioniert in der Regel sehr gut. Den suchen wir hier in den Effekten und ziehen den dann auf unser Footage drauf. Und Keylight hat jetzt jede Menge verschiedene Optionen und man neigt dazu, am Anfang einfach mit allen möglichen Optionen rumzuspielen und auszuprobieren, bis der Key relativ gut aussieht. Wenn man das in einer relativ, wenn man sich vorher Gedanken macht oder einen gewissen Ablauf lernt, in welcher Reihenfolge man welche Parameter anpasst, kommt man in der Regel sehr viel besser zu Resultaten. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, sehr schlechte Bluescreen-Keys zu erstellen. Wenn ihr die ordentlich machen wollt, geht in der folgenden Reihenfolge vor. Als erstes müsst ihr natürlich die Screenfarbe wählen. Ja, da klicke ich hier jetzt in den blauen Bereich. Wenn der ein bisschen, zum Beispiel hier oben ist der etwas dunkler als hier in der Mitte, probiert da so einen mittleren Blauton zu finden. Ich klicke mal hier rein und ihr seht, das funktioniert jetzt auf Anhieb schon richtig super. Ja, das sieht ja schon fast so aus, als wären wir an der Stelle fertig. Ich kann hier auch mal den transparenten Hintergrund einschalten. Dann seht ihr, dieser ganze Bereich der Komposition ist jetzt transparent, aber er ist nicht unbedingt 100% transparent, sondern manche Teile, wenn man jetzt hier genau reinzoomt, sieht man, die sind auch noch so ein bisschen dreckig. Ja. Um das genau zu sehen, könnt ihr bei Keylight statt auf Final Result an dieser Stelle auf Status stellen. Und Status sagt folgendes: Alle Bereiche, die komplett transparent sind, sind schwarz. Alle, die komplett nicht transparent sind, sind weiß. Und alles andere, was so halbtransparent ist, ist grau. Und ihr seht, es hat schon mal super gut geklappt, dass der ganze Vordergrund hier weiß ist. Perfekt. Aber der Hintergrund ist leider nicht komplett schwarz. Also eigentlich hätten wir gerne diesen Bereich komplett schwarz. Also hier ist immer noch nicht alles weggekeyt, sondern nur so teilweise weggekeyt. Auch wenn es irgendwie so aussieht, als wäre es schon so gut wie ganz weg. Ja? Aber es ist noch nicht optimal. Und optimal wäre es, wenn wir hier nur wirklich an der Kante so einen ganz leichten grauen Streifen hätten. Wäre sozusagen der Übergang von dem gar nicht transparenten zu dem komplett transparenten Teil. Okay, welche Parameter passen wir jetzt als nächstes an? Ihr habt hier bei Screen Matt jede Menge Parameter und wenn ihr da zum Beispiel an dem Clip Black schraubt, könnt ihr das hier gut korrigieren, aber bitte, bitte das nicht machen, weil das zu Qualitätsverlusten führt. Also alles, was ihr hier macht, nur im Notfall anwenden, auch wenn es sehr verlockend ist, aber eure Kante vom Screen wird, vom Bluescreen Key wird deutlich schlechter. Das heißt, was ihr viel besser macht, ist den Screen Gain anpassen. Ja, wenn wir das tun, hier sehen wir, können wir auch das verschwinden lassen und das führt in diesem Fall schon zu einem wirklich optimalen Ergebnis, wo wir hier alles komplett transparent haben, hier alles komplett opak, also nicht transparent und nur hier am Rand eine ganz leichte Kante. Ein sehr sauberer Key also in dem Fall. Nur wenn das alleine noch nicht die Lösung bringt, ja, ist die nächste Sache, die ich probieren würde, die Screen Balance auszuprobieren. Die Screen Balance kann man wirklich von komplett 100 bis fast 0 ausprobieren. Hier sieht man, in dem Fall macht es auch eigentlich kaum einen Unterschied. Ja. Aber wirklich, nachdem ihr die Screenfarbe gesetzt habt, Screen Gain und Screen Balance ausprobieren und nur wenn ihr damit nicht weiterkommt, unter Umständen Clip Black und Clip White anpassen, womit ihr so halbtransparente Bereiche dann entweder komplett transparent oder komplett nicht transparent machen könnt. Und nur wenn diese beiden Parameter auch nicht weiterführen, dann im schlimmsten Fall noch hier mit diesen anderen Parametern etwas rumspielen. Aber das führt in der Regel dazu, dass ihr keinen besonders guten Screen mehr habt, also keinen besonders guten Key mehr habt. Also von daher die hier im Notfall, die hier wirklich nur im alleräußersten Notfall und in der Regel sollte es mit Screen Color, Screen Gain und Screen Balance alles so anzupassen sein, dass es gut funktioniert. Okay, wir stellen hier zurück auf Source, nicht Source, sondern Final Result und hier haben wir jetzt unseren finalen Key. So, was machen wir jetzt mit dem Key? Wir müssen das jetzt ja in unser vor unseren Hintergrund sozusagen legen, also in den reinbauen. Und an der Stelle möchte ich euch jetzt zeigen, wie man mit verschiedenen Kompositionen arbeitet. Bisher hatten wir immer nur eine Komposition. In dem Fall haben wir jetzt diese Komposition hier. Ja, in allen vorherigen Guru-Lektionen haben wir es auch bei einer Komposition belassen. Aber jetzt arbeiten wir mal mit verschiedenen Kompositionen. Und zwar anstatt jetzt hier in dieser Komposition bluescreen.de weiterzuarbeiten, erzeugen wir jetzt eine neue Komposition, indem wir den Hintergrund hier wieder
auf dieses, das ist also ein Hintergrundbild, den ziehen wir hier wieder auf ein neues Kompositionssymbol. Dann haben wir jetzt hier eine Komposition, die einfach nur aus diesem Standbild besteht. Und in diese Komposition können wir jetzt noch andere Bilder, wie zum Beispiel hier diesen Tempel reinnehmen. Ja, den haben wir jetzt hier als eigene Ebene, die wir auch verschieben können. Das mache ich mal rückgängig, Steuerung Z, dann ist er nochmal genau in der Mitte. Und in eine Komposition können wir jetzt nicht nur Clips und Videoclips hier reinziehen. Ja, ich könnte jetzt hier diesen Videoclip reinziehen und dann haben wir den wieder hier komplett ungekeyt. Das will ich aber nicht, ich entferne den hier. Stattdessen kann man in so eine Komposition, das hier ist also die Komposition Hintergrund, können wir jetzt auch eine andere Komposition reinziehen. Und dann landet die hier sozusagen als Clip. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Clip, der das fertige Resultat dieser Bluescreen-Komposition ist. Ja? Was ganz nett ist, weil wir dann diesen Bluescreen-Effekt, der hier drauf ist und so weiter, den haben wir hier nicht mehr drin. Also wenn ich hier auf Effekte gehe, E, das hier ausklappe, wir sehen, auf diesem Clip sind jetzt keine Effekte, weil die Effekte tatsächlich hier innen drin auf dieser Ebene liegen. Ja? Und in der Komposition ist jetzt diese Komposition sozusagen eine ganz normale Ebene, mit der wir jetzt arbeiten können und die wir zum Beispiel skalieren können. Dazu drücke ich S und passe hier die Skalierung an. Und mit dem Mausrad gedrückt zoome ich jetzt hier noch ein bisschen rein und mit der Leertaste gedrückt schiebe ich das hier ein bisschen runter. Und jetzt lege ich diese Platte hier einfach ungefähr hier so drauf. Vielleicht ist sie noch ein bisschen groß, skalieren wir die noch ein Stück kleiner, vielleicht so. Und das sieht jetzt noch nicht so richtig plausibel aus, insbesondere deshalb, weil hier diese Pfosten jetzt hinter dieser Bodenplatte verschwinden. Ja. Dafür habe ich noch ein zweites Bild vorbereitet von diesem Tempel. Das habe ich hier Tempelpfosten genannt. Und das ziehe ich hier mal ganz nach oben. Na, nicht funktioniert, nochmal. So, und jetzt sehen wir, stehen diese Pfosten auf diesem Boden drauf. Ja, ich zoome hier nochmal ein bisschen näher rein. Das ist einfach, wenn ich mir diese Tempelpfostenebene alleine angucke. Ich klicke hier auf dieses Symbol, um die alleine anzusehen. Sehen wir, die besteht nur aus diesen Teilen des Bildes, nur diese Pfosten. Und die liegen jetzt halt hier vor dieser anderen Ebene. Ja, und alles zusammen sieht dann eben so aus, als wäre unser Boden wunderbar in diese Szene hier integriert. So, was jetzt an dieser Stelle noch fehlt, ist eine gewisse Farbkorrektur, weil wir feststellen, dass dieser Tempel und auch ich hier im Vordergrund deutlich heller sind als dieses ganze Hintergrundbild. Ja? In der letzten Guru-Lektion habe ich euch ja den Kurveneffekt erklärt, mit dem kann man solche Farbkorrektur super gut machen. Nur wie machen wir das jetzt? Wir wollen jetzt sozusagen diese Tempelpfosten, dieses Vordergrund, also hier meine Bluescreen-Aufnahme, und das Tempelbild korrigieren, aber nicht den Hintergrund mit korrigieren. Ne? In der letzten Lektion habe ich euch gezeigt, dass man auf Einstellungsebenen alles unten drunter sozusagen verändern kann. Oder man könnte jetzt so einen Kurveneffekt auf jede einzelne Ebene anwenden. Aber wenn ich jetzt auf diese, diese und diese Ebene etwas anwenden möchte, aber nicht auf die unten drunter, dann geht das nicht ganz so einfach. Aber es gibt einen Trick, nämlich diese drei wieder in eine eigene Komposition zu tun. Und da habe ich jetzt diese drei selektiert und gehe auf Ebene und dann Unterkomposition erstellen. Das seht ihr jetzt leider nicht mehr in der Aufnahme, aber der unterste Menüpunkt hier ist Unterkomposition erstellen. Und das nennen wir dann zum Beispiel Vordergrund. Ja? Und jetzt passt auf, was hier passiert. Diese drei Ebenen werden verschwinden, wenn ich jetzt OK drücke. Zack, und stattdessen gibt es jetzt nur noch eine Ebene Vordergrund. Und hier in unserem Projekt ist jetzt auch eine neue Komposition Vordergrund entstanden. Und wenn wir da mal reingucken, ich doppelklicke da drauf, dann haben wir da diese drei Vordergrundebenen drin. Ja? Das heißt, wir haben jetzt sozusagen diese drei Ebenen in eine eigene Komposition verschoben. Und diese Komposition ist in dieser Hintergrundkomposition wieder als eine Ebene vorhanden. Und das ist deswegen toll, weil wir da jetzt einfach den Kurveneffekt, hier den Kurveneffekt einfach draufziehen können. Und jetzt können wir tatsächlich alle diese drei Ebenen in ihrer Farbe verändern. Ja, wir sehen also sowohl diese Aufnahme von dem Tempel als auch meine Bluescreen-Ebene hier verändert sich, aber der Hintergrund verändert sich in der Farbe halt nicht. Und da können wir es also relativ gut so anpassen, dass wir sagen, okay, das muss hier insgesamt alles etwas dunkler werden.
So vielleicht. Und der Rot, seht ihr, das Dach ist sehr rot. Hier ist auch noch sehr viel Rot drin. Das ist vielleicht insgesamt etwas viel. Dann gehen wir den Rotkanal und ziehen da auch insgesamt das Rote noch etwas raus. Jetzt haben wir hier relativ viel Blau. Dann gehen wir noch auf den Blaukanal und machen da die hellen Bereiche auch etwas weniger blau. Vielleicht so, dass diese Farbe ja ungefähr mit dieser Farbe im Hintergrund, ich gehe mal ein bisschen zurück, zusammenpasst. So, und vielleicht sollten wir es insgesamt noch etwas entsättigen. Dazu gibt es auch noch einen anderen Effekt, nämlich Effekte, Farbkorrektur. Seht ihr leider auch wieder nicht in der Aufnahme, aber da gibt es einen Farbton-Sättigung-Effekt und da können wir die Sättigung einfach noch etwas rausnehmen und das ist vielleicht sogar etwas viel rausgenommen. So, damit kann man also eine Menge rumspielen, aber insgesamt würde ich sagen, ist das so schon recht plausibel. Okay, das heißt, so einfach ist es also, hier ein neues Element in so eine Komposition zu integrieren. Ihr habt also gelernt, wie ihr mit dem Keylight-Effekt einfache Bluescreens keyen könnt und außerdem, wie ihr verschiedene Kompositionen hier nutzt, um erstens euer Projekt besser zu strukturieren und um zweitens auf bestimmte Ebenen gemeinsam Effekte anwenden zu können. Ja, das war es dann auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat diese Guru-Lektion gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Kommentare, sonst was habt, hinterlasst gerne einen Kommentar. Und ja, ansonsten freue ich mich drauf, euch in der nächsten Lektion wiederzusehen.